Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ich habe mal wieder einen kleinen Einkauf getätigt, da ich morgen einen kurfreien Tag habe, keine Anwendung. Das heißt, wir machen einen schönen Tagesausflug nach Kiel. Da habe ich mir ein bisschen was zum Naschen gekauft, ein bisschen was zum Trinken und das möchte ich für euch unboxen. Ja, fangen wir also gleich mal an. Hier, einmal Berinzenrolle. Die dunkle natürlich, ist doch klar. Übrigens, alle die in diesem Video gezeigten Sachen sind keine Produktplatzierungen. Ich habe sie gekauft, möchte ich euch einfach zeigen. Ich werde da nicht für bezahlt. So. Hier haben wir einmal 1,5 Liter Eistee von Pfanner in der Geschmacksrichtung Waldbeere. Lecker. Ja. Aus frisch aufgebrühtem Tee. Ich habe sie schon oft genug getrunken und sie schneiden im Stiftung Warentest natürlich auch gut ab. So. So. Einmal Nesti, 1 Liter in Pfirsich. Lecker, lecker, lecker. Natürlich, die dürfen natürlich nicht fehlen. Tropi Frutti, ja, ist zwar ungesund, aber lecker. Dann einmal ein Banane-Milchdrink von Mecca. Ich glaube, das ist sogar eine Eigenmarke von Edeka. Und zu guter Letzt Leibniz Doppelkeks, natürlich das Original. Es gab sie auch in Haferflocken. Das ist mir aber noch rechtzeitig an der Kasse aufgefallen, dass ich die falschen gekauft habe und habe sie umgetauscht. Ja, und meine Tasche ist jetzt leer. Das heißt, alles gut und ciao mit V. Euer Robin.